Um diese trigonometrische Gleichung zu lösen, werden wir sie auf eine der drei trigonometrischen Grundgleichungen zurückführen. Diese trigonometrischen Grundgleichungen sind Sin gleich Sin, Cos gleich Cos und Tangens gleich Tangens. Ihre Auflösungen werden genauestens im Tutorial D5.029 erklärt. In unserem Beispiel werden wir diese Gleichung natürlich auf die Grundgleichung Tangens gleich Tangens zurückführen. Das ist auch nicht kompliziert, denn wir wissen, dass Quadratwurzel von 3 Drittel der Tangens von Pi Sechstel ist. Und somit haben wir unsere trigonometrische Grundgleichung, deren Lösungen so geschrieben werden. Wir deuten, Tangens vom ersten Winkel ist Tangens vom zweiten Winkel, dann und genau dann, wenn der erste Winkel gleich ist zum zweiten Winkel plus k mal Pi, wo k eine ganze Zahl darstellt. Diese Lösungen sind sofort im trigonometrischen Kreis abzulesen. Wir können diese Lösungen also für unsere Grundgleichung übertragen, das ist gemacht, und sehen so, dass die Lösungen x gleich sind zu Pi Sechstel plus k mal Pi, wo k eine ganze Zahl darstellt. Diese Lösungen zeichnen wir im trigonometrischen Kreis Pi Sechstel plus Pi plus Pi plus Pi oder auch minus Pi, minus Pi, minus Pi und so weiter. Also können wir diese Lösungen sofort in die Lösungsmenge hineinstecken und unsere Gleichung ist schon gelöst. Kleine Bemerkung zu der Zeichnung. Hier habe ich nicht 7 Pi Sechstel eingetragen. Zählen wir zusammen. 1 Pi Sechstel, 2 Pi Sechstel, 3 Pi Sechstel, 4 Pi Sechstel, 5 Pi Sechstel, 6 Pi Sechstel, 7 Pi Sechstel, sondern ich habe eingetragen minus 1 Pi Sechstel, minus 2 Pi Sechstel, minus 3 Pi Sechstel, minus 4 Pi Sechstel, minus 5 Pi Sechstel. Warum schreibt man hier minus 5 Pi Sechstel und nicht 7 Pi Sechstel? Weil minus 5 Pi Sechstel sich zwischen minus Pi und Pi befindet. Hier schreibt man also immer diese Hauptlösungen ein. Die Hauptlösungen befinden sich immer zwischen minus Pi und Pi. Somit ist diese Übung also beendet.